Der Newcomer des Jahres, der neue Ford Focus. Mit wegweisenden Technologien. Jetzt probefahren. www.kuttendreier.de. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute, ja, ich nenne ihn einfach mal den Vater des Münchner Literaturhauses, Reinhard Wittmann. Herzlich willkommen, dass wir uns mal Ihr Haus angucken können, ist prima. Sie sind ja wirklich sozusagen der Mitinitiator dieses Literaturhauses, dass es überhaupt entstehen konnte. Rückblickend, was glauben Sie, hat den Ausschlag gegeben, dass München wirklich gesagt hat, Ende der 90er Jahre, wir wollen ein Literaturhaus haben? Na, München als die größte Verlagsstadt hatte noch immer keins, obwohl Frankfurt eins hatte, obwohl Hamburg eins hatte, obwohl Berlin eins hatte. Und dann gab es natürlich einfach den Wunsch, so etwas braucht München auch. Gerade im Hinblick darauf, dass München diese Verlagsstadt ist, dass sie Hugendubel hier hat, als sozusagen als großen Buchhandelskonzern, aber keinen Mittelpunkt eigentlich für Literatur und für das Buch. Das war eigentlich klar, dass sowas kommen muss. Mussten Sie mit jemandem konkurrieren oder war es von vornherein klar, dass Sie hier der Chef sein werden? Na, ich kam ja aus Hamburg, wo ich schon das Hamburger Literaturhaus initiiert habe und damit schon eine gewisse Erfahrung hatte mit dem Thema. Mhm. Und wie man ja auch hört, bei meiner Sprache ist mir das Bayerische ja nicht ganz fremd. Und ich habe das natürlich gern angenommen, als damals Siegfried Hummel, der Kulturreferent, mich gefragt hat, ob ich nach München kommen will. Und es war von Anfang an klar, dass mein Thema, ich kam 1989 nach München, und es war von Anfang an klar, dass das Thema ist, wie kriegen wir das hin, in München auch so eine literarische Einrichtung zu schaffen. Mhm. Ich meine, von der Location her sind Sie ja zu beneiden. Ich meine, es gibt ja nichts Zentraleres eigentlich als diesen Platz hier. Vor allen Dingen ist der ja auch historisch eigentlich sehr interessant, wie er sich entwickelt hat, nicht? Also ja. Marktplatz und... Also das war wirklich damals ein Glücksfall, dass das Gebäude frei geworden ist. Mhm. Es war ja früher, also dieses Gebäude war früher Verschiedenes, aber eigentlich war es immer eine Schule und hier im Erdgeschossbereich eine Markthalle. Also schon eine kuriose Verbindung, und es kam dadurch zustande, dass die Stadt damals im 19. Jahrhundert einen Platz brauchte, um ein Schulgebäude zu errichten, aber keinen anderen Platz gefunden hat wie hier auf diesem Platz. Und auf diesem Platz war früher ein Markt, ein Viktualienmarkt, entsprechend dem heutigen Viktualienmarkt. Er war praktisch hier für die Schwabinger Maxvorstadt. Seite. Und das ist die Schrannenhalle sozusagen. Das ist im Grunde so eine Art Schrannenhalle. Also ja. Das war wirklich dann Markthalle im Erdgeschoss. Aha. Und dann 3 Etagen Schulräume. Mhm. Ist ein Modell, das gibt es in der damalige Stadtbaumeister, hat so etwas Ähnliches im Mantua gesehen, wo man sozusagen auch eine Markthalle hat und drüber hat man Funktionen, die eigentlich mit dem Markt gar nichts zu tun haben. Und das war eigentlich damals die Idee, hier sowas auf den Platz zu stellen. Die Markthalle hat nicht lange funktioniert, weil einfach das Viertel sich verändert hat. Immer mehr Banken kamen zu der Zeit, immer weniger Leute wohnten, lebten hier. Der ganze Handel hat sich verändert. Und so hat diese Markthalle nur 15 Jahre bestanden. Und dann gab es immer irgendwelche Zwischennutzungen, eigentlich bis in die Anfang der 90er Jahre. Oben waren die Mädchen, war eine Mädchenschule, ne? Ja, das ganze Gebäude war eine Mädchenschule, aber auch da verschiedene Funktionen. Mhm. Also es war mal eine Grundschule, also eine Volksschule, wie man damals sagte. Ja. Es war dann später eine Mädchenrealschule. Mhm. Also das war eigentlich bis 95, bis wir angefangen haben, das umzubauen. Mhm. Also jemand, der jetzt mit Literaturhaus erstmal gar nichts anfangen kann mit dem Begriff. Da denkt man natürlich an Bücher, klar, Literatur. Mhm. Aber ich meine, hier, das ist ja jetzt, um es mal ganz einfach zu sagen, keine Bibliothek in dem Sinne, wo Menschen Bücher lesen. Mhm. Inwiefern, welche Funktion nehmen Sie in diesem Haus wahr? Also das Wichtige und Entscheidende ist einfach, dass auch die Literatur, das literarische Leben und alles, was daran hängt, das sind die Verlage, das sind die ganzen, also fangen wir mal von vorne an, das sind die Autoren, das sind die Übersetzer, die Bücher schreiben. Ja. Ja, dann geht es natürlich zu den Verlagen. Wie gesagt, München, größte Verlagsstadt. Dann geht es von dort weiter in den Buchhandel bis zu den Lesern. Diese Kette wollten wir eigentlich hier abbilden.
Ja, und wenn man das Ganze sozusagen als kompakte Einheit sieht, dann kann man eigentlich sprechen von, das ist das literarische Leben oder das ist die Literatur, das ist die Buchbranche. Und diese Branche sollte einfach auch einen Mittelpunkt kriegen, einen sichtbaren Ausdruck. Es ist ja alles zersplittert. Sie können nicht in einen Verlag gehen und können mal mit den Leuten reden. Geht ja nicht. Sie können nur in eine Buchhandlung gehen oder in eine Bibliothek. Aber der ganze Prozess dessen, was eigentlich literarisches Leben ausmacht, das wollten wir hier im Grunde symbolisieren, wenn man so will. Aber wir sehen es hier, Stefan Zweig, Sie machen eben auch um Literatur herum Ausstellungen. Nach welchem Prinzip werden solche Ausstellungen von Ihnen kuratiert? Vielleicht kann man noch mal zurückgehen auf das Grundkonzept. Das Grundkonzept hat sozusagen zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, das, was sozusagen innerhalb der Branche passiert. Mhm. Ja, also das ist das alles Fachliche, die Fortbildung, die Weiterbildung, die Interessenvertretung. Dafür gibt es mehrere Einrichtungen im Haus. Das ist sozusagen, um die Branche und um den Literaturbetrieb einfach stark und gut zu machen. Er muss sich ja durchsetzen gegen Kino, gegen Fernsehen, gegen die digitalen Medien sowieso. Also das ist sozusagen der eine Zweck. Und der andere Zweck ist, dass wir das, was in diesem Bereich entsteht, nach außen vermitteln. Ja. Und da machen wir das auf zwei Wegen. Der eine Weg sind die Ausstellungen, da kann man sich mit einem Autor, mit einem Thema intensiv auseinandersetzen. Und dann auf der anderen Seite ist es das Wortprogramm. Ja, das Wortprogramm heißt einerseits Belletristik, schöne Literatur, Romane, und heißt aber auch Sachbücher, Sachthemen. Themen, die die Leute bewegen und für die Bücher geschrieben werden. Jetzt hört man von dem einen oder anderen, der vielleicht hier dran vorbeigeht, der sagt, das ist so ein typisches Haus für Intellektuelle. Das bin ich nicht, da habe ich Angst reinzugehen. Wie kriegen Sie solche Menschen eben doch hier rein und machen es auch für Menschen, die nicht täglich ein Buch lesen, interessant? Da gibt es eigentlich zwei Wege. Der eine Weg ist der ganz direkte. Diese ganze Front wird eingenommen von einem Lokal, wo wir darauf schauen, dass das wirklich keine elitäre Bude ist, sondern dass das wirklich ein Lokal für jedermann ist, von den Preisen her, von der Ausstattung her, von allem. Also hier kann es eigentlich keine Schwellenängste geben. Im Sommer, wenn hier noch alles natürlich bestuhlt ist, eine Terrasse, alles ist offen. Also das soll wirklich diese Front sein, soll zeigen, wir sind ein offenes Haus. Das andere ist, und da werden Sie sich jetzt vielleicht wundern, wir machen ja unsere Veranstaltungen, die Wortveranstaltungen finden ja abends statt. Das heißt, wir vermieten tagsüber an alle möglichen Leute. Und das ist einfach fast wie ein Hintertürchen. Wir kriegen hier Leute ins Haus, die sonst nie reingehen würden. Ja, das sind Tagungen, das sind Kongresse, das sind aber auch hier im Lokal immer wieder auch Partys, größere Einladungen, Geburtstagsfeiern und so weiter. Und das ist eigentlich ein Weg, an den ich anfanglich gar nicht gedacht habe. Aber da kriegen wir einfach Leute ins Haus, die sonst nie in ein Literaturhaus gehen würden. Und da bleiben immer welche hängen. Dann gehen wir doch jetzt auch mal rein. Okay. Und wir bleiben gerne drin hängen, zumal jetzt diese spannende Ausstellung von Stefan Zweig hier ist. Herr Wittmann, das hat ja so ein bisschen was hier von einem Wiener Kaffeehaus, nicht? Ist das so, das, ja, soll's auch sein. Wo es angelehnt war? Ja, soll es auch sein. Und dann spricht jeder über diese Spruchbänder, die Sie hier haben. Also hier zum Beispiel bei jedem Tisch sind dann Sprüche hier auf dem Tisch aufgeschrieben. Was hat das für eine Bewandtnis? Also das ist ein Denkmal für Oskar Maria Graf, bayerischer Schriftsteller. Er ist bewusst hier sozusagen im Erdgeschoss angesiedelt, weil er immer bodenständig war. Deswegen soll ja auch hier das Lokal, heißt ja auch Oskar Maria, nach ihm benannt. Mhm. Und das ist uns der eine Hausgott. Wir haben noch einen zweiten Hausgott, das ist Thomas Mann. Da haben wir oben im dritten Stock den Bären. Ja. Das sind unsere zwei Hausgötter. Ja, schön. Und dieses Denkmal hat damals, Denkmal in Anführungszeichen, hat Jenny Holzer geschaffen, diese amerikanische Künstlerin. Und die hat eben bewusst einen Weg gewählt, keine Statue, keinen sitzenden Oskar Maria Graf in Lederhosen, weil da kannst du eigentlich jeden abbilden. Da kannst du einen Bauunternehmer oder Politiker kannst du eigentlich so jeden abbilden. Aber was ihn auszeichnet als Schriftsteller ist natürlich der Umgang mit der Sprache, mit dem Wort. Und deswegen hat sie dieses Wortkunstwerk geschaffen, das aus vier Elementen besteht. Sie haben schon darauf hingezeigt, das sind die Sätze und das Geschirr. Geschirr ist beschriftet. Dann. Ah, und
Geschirr ist auch. Ja. Hier zum Beispiel. Was steht drauf? Mehr Sexualität, die Herrschaften. Aha, warum nicht? Als Beispiel. Also Geschirr ist beschriftet. Das zweite Element ist eine Erzählung, die an den Lederbänken hier entlang läuft. Ja, das sieht man hier ganz schön. Ja. Da zum Beispiel sehen Sie es. Mhm. Also im Grunde genommen muss man durchgehen, die Leute mal bitten, mal kurz aufzustehen, genau, damit man alles lesen kann. Und man kommt ganz früh, wenn das Lokal noch leer ist. Ja. Das dritte Element sind die Steintische da draußen. Mhm. Und das vierte Element ist eine Laufschrift. Diese vier Elemente zusammen machen das Kunstwerk von Jenny Holzer aus. Wie wählen Sie denn eigentlich so Ihre Schwerpunkte? Haben Sie da auch, ich meine, das hat ja auch immer ein bisschen was Politisches. Inwieweit müssen Sie sich da einschränken? Müssen Sie sich überhaupt einschränken? Gibt es da irgendwelche Vorgaben, dass bestimmte Schriftsteller also hier gar nicht gezeigt oder diskutiert werden können? Nein, da gibt's also von meiner Funktion her gibt es keinerlei Vorgaben. Ja. Die einzigen Vorgaben sind eigentlich, dass man Erfolg hat, das heißt, dass man Besucher hat, dass man Publikum hat und dass man in der Stadt auch wahrgenommen wird. Also das sind eigentlich die zwei wichtigsten Elemente. Wenn ein Haus, das sich verpflichtet, Literatur und Themen an die Bevölkerung zu vermitteln und keiner wird was spüren und keiner wird kommen, dann wären wir sozusagen falsch aufgestellt. Aber was bedeutet das für junge Schriftsteller, die halt noch nicht so bekannt sind? Für die wäre das Literaturhaus dann nicht die erste Anlaufstelle? Der Besucher kommt natürlich nicht zu jedem Autor, sondern man kommt natürlich zu Schriftstellern, von denen man schon was gelesen hat oder zumindest von denen man etwas gehört hat. Großartiger junger Schriftsteller, ganz toll. In den Medien wird darüber geredet, wird darüber geschrieben, dann funktioniert es. Wir haben für diesen Bereich, um junge Schriftsteller zu fördern, eigentlich noch eine dritte Sparte, von der habe ich vorher gar nicht geredet. Wie gesagt, das eine ist das Wortprogramm, das zweite ist das Ausstellungsprogramm und das dritte sind unsere Kurse zum kreativen Schreiben. Mhm. Also wir glauben, dass die Förderung für Literatur, für junge Autoren, am besten funktioniert, wenn die Autoren gut werden, wenn sie toll schreiben können. Oder Sie nehmen sich einen Günter Grass, der sagt, hier ist ein neuer, junger Schriftsteller, ich komme auch, aber ich möchte den protegieren, so, dass das so Huckepack genommen wird. Ja, ist sozusagen ein Modell, wie man eher unbekannte Schriftsteller einer Öffentlichkeit vermittelt. Also wenn Günter Grass wird es nicht machen, aber Uwe Timm hat es zum Beispiel mal gemacht. Ja, ein Autor, den er toll fand, einen Jungen, hat er dann vorgestellt und dann sagen die Leute, aha, wenn Uwe Timm den gut findet und ich finde Uwe Timm auch gut, dann höre ich mir das mal an. Ja, ja. Also so, das ist man kann auch einen berühmten Schauspieler dazusetzen, natürlich eher bei ausländischer Literatur oder man findet einen großen Moderator, wobei die langsam aussterben. Jetzt ist ja gerade Fritz Rarratz gestorben. Ja, ja, ja. Also eigentlich diese große Garde. Die ist leider der Kritiker auch, nicht? Ja, der Kritiker. Ja, da hat sich diese Stars, Reich Ranitzky, Joachim Kaiser. Joachim Kaiser lebt noch, aber ist ja schwer krank. Radatz ist jetzt gestorben und wie sie alle hießen, das ist jetzt vorbei. Sie lassen dann ja auch eben aus diesen Büchern vorlesen und ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch noch mal Publikum zieht, nicht? Wenn das ein berühmter Schauspieler macht und aus den Büchern vorliest, dann. Egal, vielleicht nicht ganz egal, aber dann ist es vielleicht nicht so wichtig. Dann zieht der Schauspieler. Genau, ich suche da ganz gezielt aus. Also, wobei Berühmtheit allein nicht reicht. Ja. Es gibt ja auch Schauspieler, die nicht gut lesen können. Aber es gibt auch welche, die toll lesen können, muss man ganz ehrlich sagen. Einer unserer oder meiner Lieblingsvorleser ist zum Beispiel Axel Milberg. Der Tatortkommissar. Bekannt ist er als Tatortkommissar. Ja. Aber er möchte ja gar nicht, dass man darauf hinweist, wenn man ihn vorstellt. Ja. Aber der ist zum Beispiel ein ganz toller Vorleser. Oder auch der Wachtfeitel. Ja. Kennt man natürlich auch als Münchner Tatort, aber er ist auch ein toller Vorleser. Also der Beck auch, ne? Der Harry Potter vor. Der Beck auch. Es sind auch immer Schauspieler, die wirklich Interesse haben an der Literatur. Ja. Also das ist eigentlich die Voraussetzung. Wenn einer nur sagt, ja gut, ich stelle mir hin und lese das jetzt, das spürt man dann auch.
Inwieweit sind Sie so an politischen Biografien oder wenn ein Politiker ein Buch sozusagen der Öffentlichkeit vorstellen möchte, ist das für Sie interessant oder ist das für Sie literarisch gar nicht so prickelnd? Ja, der eine Aspekt bei uns ist ja wirklich die Belletristik, die schöne Literatur. Die andere Seite sind Themen, wo ich hoffe, denke, oft habe ich auch recht, dass das eine größere Öffentlichkeit interessiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel im März zwei Themen, die eigentlich funktionieren müssen. Das ist einmal das Thema TTIP, also die Wirtschaftsabkommen mit den Amerikanern, was ja schon die Leute umtreibt. Da habe ich Thilo Bode eingeladen, der jetzt dazu ein Buch geschrieben hat. Oder Steinbrück hat wieder ein Buch geschrieben, der kommt Ende März und wird mit Kister, Chefredakteur der Süddeutschen, diskutieren über, ist Deutschland jetzt schlaff geworden, müde geworden, muss Deutschland wieder weiter sich reformieren und so weiter. Das sind zwei Themen und zwei Autoren, die sicher die Leute ziehen. Ja. Also da werden Leute kommen. Und wie sind Sie jetzt zum Beispiel auf Stefan Zweig gekommen, der jetzt eine große Ausstellung hier bei Ihnen hat? Wie sind Sie darauf gekommen, den jetzt? Bei Ausstellungen muss man ein bisschen anders denken. Also wann funktioniert eine Ausstellung? Eine Ausstellung geht ja sozusagen hinter das eigentliche Buch. Ja. Sie fragt, wer ist dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat? Wie arbeitet er? Also bei einer Ausstellung muss man eigentlich unterstellen, dass der Autor erstens sehr gut ist. Ja. Das heißt, dass er wirklich viele Leser hat. Wenn es ein historischer Autor ist, dass seine Bücher noch gelesen werden, dass sozusagen eine gewisse Zeitlosigkeit herrscht. Ich glaube, über eine Million Bücher hat er verkauft. Ja, über eine Million Bücher. Er war ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Autor, Schriftsteller. Aber er hat bis heute eine große Lesergemeinde. Nach wie vor. Und das ist eigentlich die Voraussetzung, dass man Leute auch in die Ausstellung kriegt. Weil die Leute müssen ja so viel Interesse haben, dass sie mehr über Stefan Zweig, über seine Biografie, über sein Leben, über seine Arbeitsweise erfahren wollen. Wenn mir die Bücher nicht interessieren, interessiert mich das andere natürlich auch nicht. Die Schachnovelle ist natürlich ein Buch, was in Deutschland die Gymnasiasten in der Schule auch lesen. Ja. Und ja, ich bin schon sehr neugierig. Lassen Sie uns doch mal rein. Ja. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Der Newcomer des Jahres, der neue Ford Focus. Mit wegweisenden Technologien. Jetzt probefahren. www.kuttendreier.de. Just Drive. Herr Wittmann, wenn wir jetzt eine solche Ausstellung oder wenn Sie eine solche Ausstellung hier haben, dann müssen Sie da auch erst noch mal die ganzen Bücher lesen. Oder wie machen Sie das? Wie bereiten Sie sich darauf vor? Hier ist relativ einfach, weil die Bücher kannte ich schon. Also diese Ausstellung nimmt sich zwei Bücher von Stefan Zweig vor. Das ist einmal diese wirklich hervorragende, tolle Schachnovelle, sein letztes Werk. Und die Welt von gestern, das Erinnerungsbuch. Und entsprechend ist auch die ganze Ausstellung eingegrenzt auf die Jahre, im Grunde auf die Jahre in Amerika und Brasilien. 1942 hat er Doppelselbstmord sogar mit seiner Frau gemacht. Und das ist eigentlich sozusagen auch der Zeitraum. Also es geht um die Exilzeit von Stefan Zweig und es geht nochmal im Schwerpunkt im Grunde auf die brasilianische Zeit. Obwohl die Welt von gestern ist doch auch sehr so mit Wien und mit Europa verbunden. Genau, das ist eigentlich diese zwei Themen, die hier sind. Das ist die Welt von gestern, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Was war das für eine schöne Zeit? Daran erinnert er sich, als er von den Nazis geflohen, erst nach England geht, dann nach Brasilien geht und dann steigen die Erinnerungen auf. Und er hat es ja geschrieben, ohne dass er irgendwelche Bibliotheken oder so zur Verfügung hat. Das hat er wirklich aus der Erinnerung geschrieben. Also es ist ein echtes Erinnerungsbuch über die große, glorreiche Zeit. Und deswegen hier auch im Eingangsbereich dieses großbürgerliches Österreich, ja. Das Hotel Metropol. Zweig gehörte ja zu einer privilegierten Schicht in Österreich. Ja. Also ihm ging es ja eigentlich immer gut. Ja, aber die Eltern waren sehr wohlhabend. Er gehörte wirklich zum Großbürgertum mit dem ganzen Lebensstil, der dazugehörte. Es gibt ja viele Hotelgeschichten. Und eigentlich viele seiner Bücher spielen auch in dieser großbürgerlichen, mondänen Welt. Und das wollten wir hier auch noch mehr abbilden. Also das ist sozusagen symbolisch das alte Österreich, das Grand Hotel. Aber eben, wo wir jetzt stehen, ist ja schon der Bruch. Das Grand Hotel hier im Eingangsbereich, in seiner Pracht und in seinem Luxus.
Und dann der Schnitt, weil dieses Grand Hotel, um das hier geht, wurde ab 38 zur Gestapo-Zentrale in Wien. Und deshalb die Lederjacken, ja? Deshalb die Gestapo-Lederjacken, also ja. Die Fleischerhaken. Es gibt ja ein kleines Zitat aus der Schachnovelle, wo das beschrieben wird. Daran hat sich der Gestalter, Herr Karl Huber, animieren lassen und hat die Ausstellung entsprechend gestaltet. Also ich finde das da drüben auch interessant. Da sieht man, also da ist er, nachdem er in London war, ist er ja dann erstmal nach New York gegangen. Nicht? Ja, genau. Da sieht man nochmal die Reiseroute. Da sieht man die Reiseroute. Da wird er wahrscheinlich auch die Schachnovelle geschrieben haben. Hat er hier in Brasilien geschrieben, in Petropolis. Nachdem er angekommen ist. Ja. Also das war das wirklich das letzte Werk. Mhm. Und wir haben ja auch die Dokumente, wo er es zu seinen Verlegern schickt. Mhm. Und wo er eben auch verfügt, er wusste ja schon, er wird nicht mehr leben, wann es herauskommt. Was ich auch so interessant finde, ist, ich meine, der wurde ja dann in Südamerika, also in Brasilien, übersetzt. Nicht? Mhm. Aber das hat er gar nicht als was Positives empfunden, sondern er hat immer gedacht, es muss doch in Deutsch, in meiner Muttersprache veröffentlicht werden. Und diese Ehre, die ja heute die Autoren empfinden, dass sie sozusagen in viele Sprachen übersetzt werden, das hatte er gar nicht, nicht? Ja, ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen anders sehen. Also er war schon in den 20er Jahren, auch vor dem Ersten Weltkrieg, schon einer der meistübersetzten Autoren. Da vorne liegt das Buch, wo er minutiös auflistet, in welche Sprachen seine Texte übersetzt werden, was er für Honorare kriegt. Also ist wie ein Kontobuch. Ja. Ja, das ist das eine. Das andere ist, er war natürlich unendlich unglücklich über diese Situation. Er musste ja 34 Salzburg verlassen. Nachdem sein Haus durchsucht wurde, hat er gemerkt, jetzt muss ich weg. Hatte panische Angst auch, dass ihm was passiert. Ist dann nach England gegangen und ist dann eben 38, nachdem immer deutlicher wurde, Hitler wurde immer mächtiger, hat er dann eben auch England verlassen in der Sorge, dass, also 40 ist er dann weggegangen. Ja. Hatte er Angst, dass eben auch die Nazis nach England kommen und deswegen ist er dann nach Südamerika. Er hat immer gesagt, meine Leser oder umgekehrt, meine Sprache ist die deutsche Sprache, das ist meine Identität. Deswegen war ihm das unendlich wichtig, dass die Bücher auf Deutsch erscheinen können und auch in Deutschland gelesen werden können, konnten aber nicht mehr, weil er natürlich durch die Rassegesetze in Deutschland verboten war. Das ist, glaube ich, das Hauptmotiv. Deswegen hatte er auch dieses Bedürfnis und diesen Wunsch, dass seine Bücher weiter natürlich auf Deutsch erscheinen. In der ausländischen Sprache war es ja in der Zeit einfacher. Ja, klar. Aber er wusste ja, ich bin ein deutscher Autor. Es ist ja auch so, wenn ein Autor in Deutschland wirklich bekannt ist, heißt es ja auch noch lange nicht, auch wenn er übersetzt wird, dass er in den anderen Ländern ähnliches Ansehen hat. Gilt ja auch umgekehrt so. Es werden bei uns Autoren gelesen. Aber er hatte diese Anerkennung, ne? Er hatte diese Anerkennung. Absolut. Ja. Und ich finde, ein Buch verliert auch immer in der Übersetzung. Also ich kann es natürlich nur aus dem Englischen ins Deutsche vergleichen, aber das kommt dazu. Hemingway auf Deutsch, das ist immer ein großer Verlust. Warum haben Sie dieses Gebäude jetzt hier? Also das ist dieses Hotel Metropol, dieses legendäre Metropol, das eben 38 zum Hauptsitz der Gestapo in Wien wurde. Mhm. Und in diesem Gebäude da waren auch die Folterkeller oder die Räume, in denen gefoltert wurde. Mhm. Es gibt da eben zwei Leute, die ihre Geschichte erzählen. Das eine ist der Bruno Kreisky, der spätere österreichische Bundeskanzler. Und dann eine Frau, die nicht so bekannt ist. Ah, das kann man dann hier über Kopfhörer hören? Ja, genau. Kann man dann die Geschichte hören von Bruno Kreisky? Genau, da kann man die Geschichte hören von Bruno Kreisky. Mhm. Und das Interessante ist eben, man kann an diesem Hotel sehr schön deutlich machen, diesen Bruch. Erst mondän, großbürgerlich und dann wird es zur Hölle. Und dann wird es zur Hölle, genau. Und die Schachnovelle ist ja in diesem Hotel angesiedelt. Also die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, die auf dem Schiff Schach spielt, erzählt ja von seinen Erlebnissen in diesem Gebäude. Und das Gebäude hat ja dann auch noch eine weitere Geschichte, wurde ja, ich weiß nicht, wo jetzt das Foto gerade ist, wurde ja dann im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und wurde, weil es eben diesen Charakter eines Folterkellers, eines
einer Hölle hatte, auch abgerissen. Ähnlich wie in München, das Wittelsbacher Palais, wo eben auch die Gestapo-Zentrale war, wo heute die Landesbank ist. Ist man ja genauso umgegangen. Das hätte man auch wieder herrichten und aufbauen können. Oder jetzt mit dem Braunen Haus und dem NS-Dokumentationszentrum. Genau. Also das ist eben die Sieger klar. Oder... Das ist die verhassten, die schlimmsten Symbole werden einfach dem Erdboden gleichgemacht. Genau, also das beschreibt er unheimlich gut, wie er da in diesem Hotelzimmer sitzt. Er ist ja nicht im Gefängnis, er sitzt ja eben im Hotelzimmer und hat aber nichts, guckt weiße Wände an. Aber irgendwie macht das Ganze noch schlimmer. Ja. Wie ist das? Kommen jetzt Schulklassen hierher ins Literaturhaus und gucken sich jetzt die Zweigausstellung an? Bei Stefan Zweig werden sicher viele kommen, weil eben die Schachnovelle auch Unterrichtsthema und Unterrichtsgegenstand ist. Also wir versuchen natürlich immer in der Zusammenarbeit, wir haben die Adressen aller Deutschlehrer in München, die werden angeschrieben, die kommen zu einem Art Schulfix, damit sie sich die Ausstellung anschauen können, damit sie sich vorbereiten können. Und die kommen dann in der Regel mit ihren Schülern hierher, nehmen das Thema in den Unterricht auf, lesen das zum Beispiel, die Schachnovelle. Mhm. Das ist der große Vorteil, dass es nicht so lang ist. Ja, das war bei unserer letzten Ausstellung, Leon Feuchtwanger, etwas schwieriger mit 750 Seiten. Ja. Wo kriegen Sie jetzt solche Bilder her? Also die ganze Ausstellung ist eine Übernahme vom Theatermuseum in Wien. Ah ja. Und der Kurator ist der Clemens Renoldner vom Stefan-Zweig-Zentrum in Salzburg. Mhm. Und der verfügt über einen großen Fundus von Fotos, von anderen Dokumenten. Und wenn er es nicht selber hat, hat er es uns besorgt. Also diese Ausstellung gab es ungefähr so schon im Theatermuseum in Wien, wurde aber jetzt für München auch inhaltlich erweitert und weiterentwickelt und natürlich auch räumlich hier angepasst. Also ich finde, es schaut hier ganz toll aus. Ja, wir können hinten noch mal zu dem großen Kreuzfahrtschiff gehen, würde man heute sagen, damals. Ja, es war einfach ein Transportschiff. War es ein Transportschiff? Also ein Passagierschiff, genau. So ein Fliegen war ja nicht so einfach in den 30er Jahren. Wo Sie Ihre letzte Ausstellung ansprechen, Leon Feuchtwanger, ich meine, das war ja nun, der hat viel mit München zu tun gehabt. Mhm. Nicht? Und jetzt Stefan Zweig nicht so. Also Sie sind nicht ausschließlich auf bayerische, auf Münchner Schriftsteller aus. Nein, unser Schwerpunkt ist einfach das 20. Jahrhundert. Und da die großen Autoren, also Stefan Zweig, Thomas Mann natürlich, die Kinder der Manns, die Mannbrüder. Also das 20. Jahrhundert ist so unser Fokus. Wir gehen kaum zurück jetzt ins 19. oder 18. Jahrhundert. Weil da geht es auch schon los. Gibt es ja auch Autoren, Wieland oder wer liest es heute noch? Ja, wer hat da noch eine Vorstellung? Außerdem gibt es je älter der Autor ist oder je länger die Zeit, in der er lebte, zurück ist, umso schwieriger ist es, Dokumente über ihn zu finden. Und das 20. Jahrhundert ist so unser Gegenstand. Ja. Und dann merken Sie es natürlich auch bei ganz aktuellen Autoren wie dem Gerd Polt, dann ist die, um es mal locker auszudrücken, die Bude voll. Ne? Ja, klar. Also dann gibt es eben Autoren, die sind einfach so toll. Wir haben ja auch über Hans-Magnus Enzensberger eine Ausstellung gemacht. Wir haben über Martin Walser gemacht. Ja. Wir haben über Gerhard Polk gemacht. Und da ist wieder die große Chance, man macht ja mit diesen Autoren zusammen die Ausstellung. Mhm. Das war ja auch das Tolle bei Polt. Der hat ja voll mitgearbeitet. Wir haben ja viele neue Filme mit ihm produziert. Wir haben ja mit ihm Ideen entwickelt. Da wird die Ausstellung noch mehr anders. Ja. Die Dokumente, die Sachen haben die Autoren ja zu Hause. Martin Walser hatte, als ich die Ausstellung mit ihm gemacht habe, zu Hause seine Sachen aus dem Wohnzimmerschrank rausgezogen und gesagt, ja, das könnt ihr doch brauchen. Oder ich habe von meiner Mutter noch irgendein Kontorbuch und so. Das ist nochmal was anderes, ja. Einen Satz zu sagen. Also natürlich sind wir natürlich, die Münchner liegen mir schon am Herzen. Mhm. Schließlich sind wir ein Münchner Literaturhaus. Und in diesem Sinne war natürlich die Ausstellung über den Erfolg, den Roman Erfolg von Leon Feuchtwanger, ein Muss, da muss man irgendwann Stellung beziehen. Ja. Und das habe ich auch selber kuratiert. Also das war mir einfach ein Herzensbedürfnis, über diesen tollen Roman, der so viel über Bayern vermittelt, diese Ausstellung zu machen. Bei dem fand ich spannend, wo Sie ihn jetzt ansprechen, dass er eben wirklich in seinem Roman Charakterfiguren beschrieben hat, die man heute auch alle noch irgendwie wiederfindet in der aktuellen Gesellschaft. Ne? Haben Sie diese Parallelen so, ich weiß nicht, so zwischen den Zeilen vielleicht so aufgeführt?
denn diesen wohlhabenden Industriellen, wenn ich mir den noch mal so vorstelle, oder den bestechlichen Politiker? Das ist eigentlich die große Kunst von dem Leon Feuchtwanger, dass er sowas wie den bayerischen Nationalcharakter doch sehr gut eingefangen hat. Dieser Nationalcharakter verschwindet natürlich zusehends, aber umso lieber greift man dann zu so einem Buch, weil es natürlich viel von dem vermittelt, wie es einmal war und wie es heute immer weniger sein wird. Ja. Nur die Sprache. Was legt er den Leuten für Worte in den Mund? Ja? Welche Sätze legt er in den Mund? Das gibt es heute schon noch, aber damals war es sozusagen normal. Gang und gäbe. Und heute geht es immer mehr zurück. Ja? Da gab es noch nicht so viele Zugereiste. Da gibt es noch nicht so viele Zugereiste, die aber damals auch schon ein Gegenstand des Hasses der Einheimischen waren. Die Tschüss sagen zum Schluss. Ja, genau. Aber hier diese Lederjacken, die haben Sie sozusagen jetzt hier. Das hat alles der Herr Karlhuber schon in Wien für die Wiener Ausstellung besorgt. Wieder in Rekurs auf das Zitat von Stefan Zweig. Das galt damals als die klassische, typische Bekleidungsweise der Geheimdienstleute, der Gestapo-Leute. Und die Brutalität wird eben ausgedrückt durch die Fleischerhaken. Stammt aus einer Fleischerei in Wien, konnte Herr Karlhuber irgendwann erwerben und ist natürlich schon ein starkes Symbol, um diese Brutalität wenigstens anzudeuten. Dazu gehört auch natürlich die Dunkelheit, das Finstere, genau wie umgekehrt jetzt, um die Schachnovelle noch mal zu deutlich zu symbolisieren, der Schachbrettboden hier. Der Schachbrettboden, genau. Ja, schön. Also da kommen jetzt so die ganzen Erinnerungen von damals, kommen wieder zurück. Wenn man es mal gelesen hat, dann sollte das auch so funktionieren. Also man muss das Buch nicht vorher lesen. Und es hat auch wirklich, also man kann es ja wirklich auch nochmal empfehlen, die Schachnovelle. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat es? 80 oder so? Und es hat, ich glaube, 60, 70 noch. Ja. 60, 70. Also als Reklamheftel gibt es für 2 €, also Schullektüre. Aber es ist wirklich. Ich glaube sogar, wenn man es bei Kindle kauft oder sich runterholt, da gibt es es umsonst. Kann sein, weil die Rechte von Stefan Zweig ausgelaufen sind. Er ist ja 42 gestorben, 70 Jahre später, 12 sind die Rechte ausgelaufen, darum drucken jetzt viele Verlage die Bücher von ihm nach. Also es gibt keine Grenze mehr. Aber das bringt mich auf die nächste Frage. Also so Kindle, also elektronische Form von Bücherlesen, ist das etwas, was Sie mit aufgreifen und auch integrieren in Ihren 365 Tage Ablauf? Oder ist das eher etwas, wo Sie sagen, ups, so nah wollen wir das gar nicht an uns rankommen lassen, weil das klassische Buch, das Haptische, geht dadurch verloren? Ja, einerseits geht es verloren, auf der anderen Seite sind die Prozentsätze des digitalen Verkaufs liegen bei wirklich guter, großer Literatur bei 3-4%. Bei Krimis und so liegt es höher. Das sind die Sachen, die Leute, die in der S-Bahn lesen. Also man muss ja da groß sehr unterscheiden zwischen den einzelnen Arten von Literatur. Also, Gedichtband werden sie nie digital lesen, wenn sie immer so kaufen. Das ist auch für uns insgesamt gar nicht so wichtig, denn was die Leute ja bei uns erfahren, das ist einmal der persönliche Kontakt oder der persönliche Kontakt mit dem Schriftsteller, mit dem Autor, mit dem Verfasser und die Möglichkeit, mehr über das Buch, das sie digital oder auch als Paperback gelesen haben, über dieses Buch mehr zu erfahren durch das Gespräch auf der Bühne. Sie hören nochmal die Stimme des Autors, wie er liest. Wenn Sie mal einen Autor lesen gehört haben, lesen Sie auch seinen Text anders. Ja, weil jeder Schriftsteller hat ja so seinen eigenen Sound und den haben Sie im Ohr, wenn Sie sein Buch weiterlesen. Und dann kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Was wir hier vermitteln, ist ja ein gemeinsames Zuhören. Ja, vielleicht ein bisschen hochgestochen, wenn man sagt, das Gemeinschaftserlebnis. Doch, wenn man hinterher mit darüber diskutieren kann. Man redet darüber, ich sehe es ja, wenn die Leute abends kommen, die kommen selten allein. Meistens sind es zwei Freundinnen oder noch mehrere. Ganze Klicken, die dann gemeinsam kommen, die gehen in die Veranstaltung, sie gehen anschließend in das Lokal, trinken noch kurz was, reden noch mit drüber, sind angeregt und haben noch von dem Autor, ein berühmter, bekannter er ist, umso besser, noch ein persönliches Eine Widmung im Buch. Also das alles muss man ja zusammen sehen und deswegen tangiert
mich oder auch das Konzept des Hauses, sozusagen der digitale Vermittlungsweg, relativ wenig. Genau. Also es geht ja Ihnen darum, die Leute an die Bücher ranzuführen und genau. wie sie sie rezipieren, ob sie sie digital lesen oder auf Papier, ist eigentlich sekundär. Ja. Im dritten Stock haben Sie sozusagen Ihren Konferenzraum oder Ihren Tagungsraum. Da haben wir unsere Veranstaltungsräume. Ja. Mit einem schönen Blick auf Theatinerkirche und das ist wunderschön. Ja, das war schon einfach wichtig. Dass das Haus auch, das war mir immer wichtig von Anfang an, dass das Haus für sich auch wirklich attraktiv ist. Also ich habe ja die Jahre vorher auch schon so Sachen gemacht wie Literaturvermittlung. Also ich war vorher in Hamburg als hanseatischer Literaturreferent tätig. Als Münchner? Als Münchner, ja. Warum nicht? Über den Weg nach über Berlin damals. Aha. Und ich habe also so viele schreckliche Lesungen in so unattraktiven Räumen erlebt. Und ich habe mir immer gedacht, warum muss die Literaturvermittlung so trostlos sein? Ja. Wieso müssen da schlechte Akustik, Hitze, Lärm von draußen? Also wo wurde überall gelesen und wo wurde überall Literatur vermittelt? An den unmöglichsten Orten. Und ich habe mir immer gedacht, wenn wir hier ein Literaturhaus in München machen, das muss wirklich schön sein, das muss attraktiv sein. Das muss einfach ein besonderer Ort sein. Und ich glaube, das haben wir auch hier erreicht. Haben Sie mit Sicherheit erreicht. Abschließend vielleicht noch zwei Fragen. Was lesen Sie im Moment? Ist es ein Buch, was Sie auch empfehlen würden, was Sie jüngst gelesen haben? Ich habe mein Empfehlen, eines der schönsten Bücher des letzten Herbstes, war von Robert Seethaler, Ein ganzes Leben. Ein kurzer Roman, 120 Seiten, aber sprachlich so wunderbar, aber auch ein Buch der Entschleunigung, wenn ich so sagen darf. Es geht um einen ganz einfachen Menschen. Und den Menschen so toll zu gestalten, zu beschreiben in einer wunderbaren Sprache, das ist ihm gelungen. Und jetzt lese ich gerade noch fertig den Martin Suter, den wir jetzt am Donnerstag vorstellen. Auch ein toller Autor, einfach weil er... Der haut ja auch einen Bestseller nach dem anderen raus. Weil er so über so viele Arten zu schreiben verfügt, wie kaum ein zweiter. Ja. Und jedes Buch ist anders von ihm. Ja. Und so perspektivisch, was wünschen Sie sich noch fürs Literaturhaus? Man muss ja immer noch so ein bisschen Ziele haben. Was wäre eins? Was wir jetzt versuchen, sind die meine Ziele, Wünsche. Also sie ist schon ziemlich komplett hier, ne? Ich versuche einfach das Niveau zu halten. Ja. Wünsche mir weiterhin, dass wir eben... Wie finanzieren Sie sich? Dass es tolle Bücher gibt. Was schon für uns jetzt ein bisschen eine Rolle spielt, ist so diese ganze digitale Umwälzung, die digitale... Aber das geht mehr in die Öffentlichkeitsarbeit, ja, dass wir in den sozialen Netzen auch unterwegs sind und so. Das hat aber sozusagen mit dem Programm selber wenig zu tun. Da geht es jetzt mehr, wie kommen wir an verschiedene Leute ran, wie erreichen wir die Leute, die eben keine Zeitung mehr lesen, die wenig Fernseher schauen, die nur im Internet rumhängen und so Sachen. Aber das ist mehr eine Aufgabe. Das ist jetzt kein Traum. Aber trotzdem, okay, man zahlt Eintritt für diese Ausstellung und auch für die Vorlesung, aber wie finanzieren Sie sich im Ganzen? Wir finanzieren uns als Stiftung über eigentlich eine ganze Reihe von Faktoren. Das Haus ist im Besitz der Stiftung und alles, was ich über das Haus erwirtschafte, fließt in die Programmmittel. Mhm. Also die Gastronomen zahlen Pacht. Ja. Wir vermieten tagtäglich. Wir haben hier feste Mieter im Haus, das ist der eine Faktor. Wir kriegen Unterstützung von der Stadt München, also einen jährlichen Beitrag. Mhm. Wir haben natürlich auch Einnahmen, das ist ja nicht umsonst. Mhm. Wir haben einen Freundeskreis, der uns unterstützt. Alles zusammen ist die Finanzierung. Herr Wittmann, ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Der Newcomer des Jahres, der neue Ford Focus mit wegweisenden Technologien. Jetzt Probefahren. www.kuttendreier.de. Just Drive.